Verflucht. Ich habe die Telefonnummer von Tom vergessen. Und meine... Also er will Tom anrufen. Aber wieso will er Tom anrufen? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum habe ich immer hier so eine Gedächtnislücke, was ich machen muss? Er will Tom anrufen. Und... Aber Tom hat ihn doch... Also Tom ist doch eigentlich auf der anderen Seite jetzt. Der ist doch Verräter. Warum sollte ich hier Tom anrufen wollen? Bringt doch ja nicht. Oh, was liegt denn jetzt da? Das lag eben noch nicht da. Und es ist ein Suppenlöffel. Was soll ich denn jetzt mit einem Suppenlöffel? Das ist doch auch wieder Müll. Ach, verdammt. Wünschen Sie eine Nein, mir geht es um etwas anderes. Also, wie kann ich also helfen? Hast du was gegen Bauchschmerzen? Haben Sie Bauchschmerzen? Hätte ich Kopfschmerzen, würde ich ein Aspirin nehmen. Ich bin Koch, kein Arzt. Das... Sind Sie schon wieder hungrig? Ich brauche ein bombastisches Rezept für meine Frau. Bombastisches Rezept? Wie wäre es mit einem Handgranatensalat? Boah, ist der schlecht. Das wäre in der Tat ein bombastisches Rezept. Ging es Ihnen nicht darum, Major? In gewissem Sinne schon. Was empfiehlst du mir? Kommen Sie bitte am Abend. Bis dahin fällt mir wirklich etwas Besonderes ein. Netter Wisch. Und was gibt's hier zu essen? Die Liste aller Soldaten, die kein Rindfleisch mögen? Oh je, Freunde der Nachtschicht. Ich sehe irgendwie ein ganz großes Grauen auf uns zukommen. Gib Koch Suppenlöffel. Ich glaube, der gehört Ihnen. Danke. Dank dieses Kochlöffels wird für mich ein Traum wahr. Lassen Sie es gut sein. Nein, Moment. Da wäre noch eine Kleinigkeit. Sie haben nicht zufällig den Schlüssel zur Umkleide. Ich habe meinen gerade nicht zur Hand. Ging es Ihnen nicht darum, Major? Doch, doch. Vielen Dank. Okay. Das war jetzt mal ein aufgesetztes Rätsel. Okay, vielleicht komme ich so an meine Sachen. Aber was war denn das für ein Rätsel? Oder beziehungsweise, was war das für eine Dialogoption? Die wurde einfach aus anderen Sachen und der neuen Synchro zusammengeschnitten. Boah. Naja. Okay, aber wir haben jetzt den Schlüssel. Oh, vielleicht kann man das doch noch retten. Das wäre so gut. Uiuiuiui. Ich dachte eigentlich schon, ich habe jetzt Erklärungsnot bei euch und muss mir was überlegen, wie ich das Let's Play beende. Schwein gehabt. Ja, aber das muss... Also, das war jetzt... purer Zufall, dass ich bei den Koch gegangen bin. Und warum soll denn ausgerechnet der Koch den Schlüssel für die Umkleide haben? Und warum dann ausgerechnet, wenn ich ihm einen Suppenlöffel gebe? Leute! Das meine ich mit der Director's Cut Edition. Wenn ihr die originale Version findet, dann nutzt bitte die. Also spielt nicht die Director's Cut Edition. Die ist echt mies, wie ihr gerade seht. Das sind Rätsel, das konnte nur Joe Wood sein. So blöd ist nur Joe Wood. Endlich kann ich diese Sache zu Ende bringen. So, er hat also seine Sachen wieder. Jupp. Und da steht... Ach doch, er hat sein Notizbuch. Genau, okay. Es macht doch Sinn. Er hat ein Notizbuch bei sich. Alles klar. Sehr schön. Jetzt muss ich mich aber gerade... hat er...
Jetzt habe ich es leider nicht mehr im Kopf. Hat er bei dem Telefonteil gesagt, dass sein Notizbuch... Er sagte doch irgendwie was mit... Liegt schön verpackt... irgendwo. Sagt ihr das nicht? Lag schön verpackt zu Hause bei mir auf dem Schreibtisch oder irgendwo sowas? Aber er sagte doch jetzt nicht in diesem Umkleideraum, oder? Das könnte nämlich auch ein Grund sein, warum ich nie, und ich meine nie, auf die Idee gekommen bin, das jetzt so zu machen, wie ich es gerade gemacht habe. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich dieses Spiel in der Director's Cut Edition durchspiele. Nee, es ist nicht. Es ist nicht das erste Mal. Ja, ja. Es ist nicht das erste Mal. Einen schönen Tag. Ich habe das, glaube ich, damals irgendwie mit Komplettlösung gemacht und das steht auch nur im Internet ein bisschen merkwürdig da. So, da steht auch nicht die Lösung, wie die jetzt war, sondern für die schwere Edition, die nochmal anders ist. Und ach, Leute, das ist eine Katastrophe, ganz ehrlich. Hätten sie die Army weggelassen. Verflucht. Ich habe die Telefonnummer von Tom vergessen. Da! Und mein Adressbuch liegt gut verstaut in einer Schublade in meinem Apartment. Adressbuch liegt gut verstaut in der Schublade in seinem Apartment. Damit kann man sicherlich keine guten... Es ist nicht das Notizbuch. Och, Leute, ey, was ist das denn für ein Quatsch? Skeletti's Mappe. Keine gute. Okay. Jetzt bin ich ein wenig perplex. Das war's immer noch nicht? Wichtige Tipp. Ich raff's nicht. Was denn jetzt noch? Okay, Leute, ich speichere hier nochmal ab auf dem zweiten Speicherstand und versuche mal, ob ich mit irgendwelchen Items ihn vielleicht aus der Fassung bringen kann. Nö. Major, was haben Sie vor? Worum geht es Ihnen? Ach, kann ich ihn mit einer Waffe bedrohen? Ruhig, Kollege. Wozu die Aufregung? Wie es ihn halt überhaupt nicht kümmert. Scheiße, was ist denn das für ein Mist hier? Ich habe erst nächste Woche Geburtstag. Ah ja, schön. Major, ich darf... Menno. Die Tür zum Büro des Colonels. Was ist das denn? Ein Messer. Messer. Messer, 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 Messer. Kann ich irgendwas mit einem Messer anfangen hier? War irgendwo eine Stelle, mit dem ich, wo ich ein Messer bräuchte. Ich habe erst nächste Woche. Damit kann man. Tja. Okay, jetzt habe ich also ein Messer, meine ganzen alten Items, immer noch keine Telefonnummer. Ich raff's gerade überhaupt nicht. Ist das Messer jetzt wieder so sinnlos oder was? Damit keine. Den Quatsch, den brauche ich nicht. Ich bin in Dietrich. Da in den Schrank. Nö. Das ist ja nicht zu fassen. Mit dem Hammer das Ding da oben? Nee.
Och nö, was ist denn das hier für ein Scheißdreck? Ein Schrank. Irgendeine Technik. Ach, das ist doch für den Arsch. Was muss ich denn jetzt noch machen? Wo könnte ich denn überhaupt noch hin? Warte. Nein. Ich will das vorher wissen, sonst kommt es irgendwann noch zu dem Moment. Ja, ich habe einen Passierschein. Zu dem Moment, wo ich dann stundenlang durch die Gegend renne und es ist dann wirklich direkt neben der Tür. Da ist noch was. Irgendeine Informationstafel. Boah, ey, du brauchst Informationen. Dann liegt. Ey! Was? Puh, was sollte denn das? Hallo, ich klicke auf die Treppe. Warum gehst du in diese scheiß Tür rein? Treppe? Dankeschön. Oh, nee. Was war das denn jetzt gerade? Hier war doch gerade wieder ein Mauszeiger für nach oben. Wo könnte ich denn noch hin? Mit wem könnte ich denn noch reden? Was wäre denn hier überhaupt noch wichtig? Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier nochmal rein, auch wenn ich nicht weiß, was mir das bringen soll. Was wünschen Sie? Vielleicht einen Whisky? Nein, danke. Vielleicht später. Was kann ich also für Sie tun, Major? Haben Sie eine Ahnung, ob der Colonel bereits angekommen ist? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Fragen Sie den Offizier am Tisch. Er weiß es bestimmt. Nett, Sie zu sehen, Major. Was gibt es Neues im Stab? Mich interessiert mehr, was es Neues bei der Einheit gibt. Wir bemühen uns hier. Das können wir ja. Es soll wohl. Er ist in seinem Büro im. Ich hoffe. Sie stören ihn höchstens beim Rasieren. Also, wenn der mir sagt, dass er im Büro ist. Eine Tür. Ja, dann. Oh, da liegt noch was. Ah, nein! Da liegt noch was. Ein Schürhaken oder was das sein soll. Kamineisen. Entschuldigung. Kamin, was soll ich denn jetzt mit einem Kamin? Das sind wieder so Items, bei denen ich nicht weiß, ob das überhaupt einen Sinn macht. Genau wie das Messer. So wird das wohl nichts. Was soll ich mit dem Kram? Na dann hier lang. Ja. Stimmt, aber. Macht sehr amüsant. Es ist auch meine Meinung. Mach's gut. Zu Befehl! Was könnte ich denn jetzt noch ausprobieren? Ich könnte. Das ist schon wieder der Mann mit dem Hund.
Ich könnte prinzipiell... Keine Ahnung. Eine Regenrinne. Kann ich denn nicht mit der Regenrinne irgendwas machen? Warum sagt ihr mir, dass das eine Regenrinne ist? Das ist doch logisch. Damit kann keine... Nö. Ich dachte vielleicht, dass ich an der Regenrinne irgendwo hochklettern kann und mich dann in ein offenes Fenster beim Kernel schwingen kann. Oder so. Etwas größer als... Das gibt's doch alles nicht, ey. Habe ich erwähnt, dass ich diese Army-Stelle hasse? Ich verstehe nicht, was ich hier machen muss. Einen schönen... Ja. Ich könnte Tom anrufen. Darf ich aber nicht, weil ich kein Adressbuch habe, das ich nirgendwo jemals gefunden hätte. Und das geht ja auch gar nicht, denn... was soll man denn machen ohne Adressbuch? Aber wieso will er auch jetzt plötzlich Tom anrufen? Da gibt's doch noch erstmal... Ich muss doch erstmal noch was lösen. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab doch eben die ganze Zeit draufgeklickt und da... Boah. Moment, Telefonbuch. Ah, das ist die Telefonnummer von Tom. So wird das wohl nichts. Ich halt's im Kopf nicht aus. Das ist doch wohl ein Scherz. Oh Mann. Hier ist Richter Peterson. Guten Tag, Richter. Hier Inspektor Rogers. Womit kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Inspektor. Hat sich Ihre Telefonnummer geändert? Nein, es hat sich nichts geändert. Ich wollte Robert sprechen. Ich habe mich wohl verwählt. Der Oberinspektor ist nicht da. Er ist vor einer Viertelstunde zu Ihnen gefahren. Hä? Wunderschön. Einen netten Tag noch. Auf Wiedersehen, Richter. Hä? Ich hab nichts verstanden. Was war das denn jetzt gerade? Hä? Von wem? Was redet der? Wo? Der wollte doch mit Tom reden. Was passiert denn hier gerade? Inspektor Rogers, guten Tag. Und er ist doch Inspektor Rogers. Roberts, was auch immer. Hallo? Hallo? Hallo, wer spricht denn da? Hallo? Hallo, ich höre nichts. Hallo, sprechen Sie bitte lauter.